Hallo und guten Tag. Hier bin ich wieder und wir wollen heute die Erbseninsel erkunden. Ja, zugegeben, das klingt ein wenig lustig. Erbseninseln. Sind diese Inseln etwa für den Anbau von Gemüseerbsen bekannt? Oder woher kommt der Name? Wir werden das Rätsel gleich lösen. Und wie es sich für eine Insel gehört, müssen wir zuvor eine kurze Schiffspassage unternehmen. Mit diesem Schiff, der Ertholm. Sie trägt den dänischen Namen der Inseln, nämlich Ertholminge. Was, wie gesagt, nichts anderes heißt als Erbseninseln. So viel kann ich schon mal verraten. Die Inseln liegen in der Ostsee, genauer gesagt ganz in der Nähe Bornholms. Ja, aber wo? Nichts zu sehen. Wir zoomen Bornholm mal näher heran. Dort liegt die Hauptstadt Rönne im Süden der Insel. Und hier liegt Gulljem an der Nordküste. Ah, von Gulljem aus scheint es eine Fähre zu geben. Ja, und tatsächlich, Land in Sicht. Da liegen ja die kleinen Erbsen. Das schauen wir uns gleich mal etwas größer an. Tatsächlich, zwei bewohnte Inseln tauchen auf. Christiansö und Frederiksö. Ja, und beide zusammen mit noch ein paar anderen unbewohnten Inseln und Felsen bilden die Erbseninseln. Die Ertholmene. So, nun müssen wir nur noch wissen, wie kommen wir eigentlich nach Christiansö und Frederiksö? Ja, das geht nur von Gulljem auf Bornholm aus. Denn von hier aus startet die kleine Fähre. Hier schauen wir auf den Hafen und in dem kleinen roten Häuschen, da kann man die Tickets erwerben. Oh, da kommt schon die Ertholm und dann geht es ja auch gleich los. Tickets buchen kann man auch online unter www.christiansöfahrten.dk. So, es geht los. Ich habe einen guten Sitzplatz auf dem Oberdeck. Ich stand günstig in der Warteschlange und konnte somit als Erster auf das Bötchen. Kurz noch zum Fahrpreis. 2022 musste ein Erwachsener 230 Kronen für die Hin- und Rückfahrt hinblättern. Das sind dann gute 30 Euro. Kinder 6 bis 14 Jahre fahren für 125 Kronen. Und noch ein Hinweis. In den dänischen Sommerferien soll die Fahrt kostenlos sein. So erzählten es mir jedenfalls Mitreisende. Aber der Andrang an Vorbuchungen sei dann so groß, dass die Chance auf ein Ticket gen Null tendiert. Ja, und
Da vorne liegt unser kleines Lummerland. Knapp 50 Minuten dauert die Überfahrt. Mit Ein- und Aussteigen sind wir dann bei einer guten Stunde. Aber nun genießen wir erst einmal die schöne Einfahrt in den Hafen. Friederiksö zieht gerade an uns vorbei. Und nun fahren wir in den geschützten Hafen der beiden Inseln ein und blicken auf den Storetorn Christiansøs. Während der Einfahrt noch etwas Wissenswertes zu den Ertholminnen. Die Inseln gehören keiner Kommune an. Sie können somit auch keine eigenständige Entscheidung treffen, sondern stehen unter Verwaltung des dänischen Verteidigungsministeriums. Es gibt zwar einen Inselrat, bestehend aus 5 Personen, aber dieser Inselrat steht dem Verwalter des Verteidigungsministeriums jedoch nur beratend zur Seite. Somit gibt es für die Bevölkerung auch keine Kommunalwahlen, aber an den nationalen Wahlen zum dänischen Parlament und an sonstigen nationalen Abstimmungen dürfen die Bürger der Erbseninseln natürlich teilnehmen. Ja, und über diese kleinen grauen Behälter findet ein Teil der Versorgung der Inseln statt. Die Ertholm bringt natürlich auch immer Waren mit. Ansonsten garantiert das Postschiff, welches auch im Winter jeden Tag die Erbsen anläuft, die Versorgung der Inseln. So, nun konnte ich das Schiff auch verlassen, laufe die ersten paar Schritte und entdecke das Büro des Hafenmeisters. Ja, alles ein wenig kleiner hier. So ist es halt auf den Erbseninseln. Nun stellt sich die Frage, wie erkunden wir die beiden Inseln? Dazu schauen wir noch einmal auf die Karte. Hier stehen wir gerade am Hafen und machen uns auf und erkunden den Weg rund um die Insel. Das ist aber kein Muss. Eigentlich kann man auch querbeet spazieren. Verlaufen kann man sich auf Christiansø sowieso nicht. Aber wir laufen nun vom Hafen bis zur Connens Battery, also bis zur königlichen Festung mit den großen Kanonen. Los geht's, vorbei am Hafenmeister, wie eben gesehen, und wir steuern nun auf diese gelben Häuser zu. Nach ein paar Metern biegen wir hier links ab und folgen der Treppe auf die einzige Straße Christiansøs. Ja, und weil es die einzige Straße auf der Insel ist, braucht man auch keinen gesonderten Namen. Und so heißt sie einfach Straße. Bei den Gebäuden handelt es sich um die alten Soldatenunterkünfte aus den noch militärisch genutzten Zeiten. Heutzutage befinden sich hier die Wohnungen der meisten Einwohner der Insel. Und davon gibt es nur noch knapp 100 Personen. Das sind nicht viele. Um 1810 waren es noch 829. Aber zu dieser Zeit waren halt viele Soldaten in den Unterkünften untergebracht.
Wir blicken nun zurück gegen das Nordende der Straße. Und hier am nördlichen Teil blicken wir auf eine Tür, durch die die Bewohner nicht so gerne treten. Vermute ich zumindest. Aber warum? Was mag sich hinter der Tür verbergen? Ja, das ist die Zahnarztpraxis. Aber was ist das Besondere hieran? Die Praxis ist zwar vor Ort, jedoch nicht der Zahnarzt. Der kommt nur dreimal im Jahr aus Östermarie von Bornholm. Und bei akuten Zahnschmerzen müssen die Bewohner halt auf das nächste Schiff nach Bornholm warten und sich dort behandeln lassen. Oh je, das tut weh und kann schon ein wenig dauern. Okay. Wir sind ja nun nicht wegen der Zahnschmerzen auf den Erbseninseln, sondern wollen hier einen schönen Tag verbringen. Und so verlassen wir die Straße mit einem Blick auf die Wohnungen und dem Dänebro, der hoch über den Gebäuden im Wind flattert. Wir streifen nun einen Spielplatz und hier ganz profan einige Wäscheleinen. Ja, und hier prallen das Alltagsleben der Menschen und die Historie der Inseln ganz nah aufeinander. Wir bewegen uns nun weiter Richtung der Festungsanlagen. ...1864 wurde mit dem Bau der Festung auf Christiansö begonnen. Der Grund? Zwischen der erstarkten Macht Schwedens und dem geschwächten Dänemark. Dänemark hatte ja ein paar Jahre zuvor all seine südschwedischen Provinzen verloren, tobte ein heftiger Streit um die Vorherrschaft in der südlichen Ostsee. Hier in Karlskrona baute Schweden einen großen Marinestützpunkt aus. Und dort liegen die Erbseninseln, strategisch günstig, um die schwedischen Seebewegungen beobachten zu können. Und so entwickelten sich Christiansö und Frederiksö von einem Fischerstützpunkt zu einer militärischen Anlage. Es sollten noch einige Jahrzehnte des Leids ins Land ziehen, bis die militärische Bedeutung der beiden Inseln schwand und aus den feindlichen Staaten Dänemark und Schweden freundschaftlich verbundene Länder wurden. Wir gehen weiter in Richtung der alten Bastionen und erreichen gleich die Königsbastion. Und über diese kleine Treppe erreichen wir dann die 6 alten großen Kanonen. Interessant ist, dass diese restaurierten Kanonen noch betriebsbereit sind. Und zu besonderen Anlässen, wie zum Beispiel am Mittsommertag, wird Salut geschossen. Wir gehen mal näher an eine der Kanonen heran.
Ja, das sind schon mächtige Waffen gewesen zum Schutz der Insel. Die Kanonen mussten einen riesigen Rückstoß gehabt haben, wenn man mal einen Blick auf den langen Rückstoßschlitten wirft. 1810, während des Kanonenbootkrieges zwischen England und Dänemark, wurde auch die Festung Christiansø angegriffen. Die Feuerkraft und die Reichweite der Kanonen auf der Bastion konnten dem englischen Angriff jedoch widerstehen und die Insel Christiansø konnte nicht eingenommen werden. Wir verlassen nun die Königsbastion und wandern immer mit Blick auf die Ostsee bis kurz vor Bielkes Battery. Ja, und ganz oben am Bildrand, da erkennen wir eine weitere kleine Felseninsel der Erbseninseln, nämlich Österkär. Diese Insel ist unbewohnt und dem Naturschutz vorbehalten. Sie ist aber gleichzeitig der östlichste Punkt Dänemarks. Und hier ein kurzer Gruß von mir an meine treuen Follower. Wir wandern weiter, immer an der schroffen Küste entlang. Und hier sind tatsächlich Leute heruntergestiegen und nehmen ein Bad in der See. Auf dem weiteren Weg haben wir immer die Festungsmauer mit im Blick. Und kommen hier an eine wunderschöne Stelle, an der man die Baukunst gut erkennen kann. Hier ein Rückblick auf das Jahr 2013. Da wurde an der Mauer kräftig restauriert. Und so wie ich es damals auf den Infotafeln gelesen habe, soll es nicht mehr viele Handwerker geben, die Kunst beherrschen, eine Natursteinmauer so akkurat setzen zu können. Ganz ohne Mörtel werden die Steine puzzelgleich aufeinander gesetzt. Ja, und sie hält wunderbar. Und so ist es auch verständlich, dass das Klettern und das Herumtollen auf den Mauern verboten ist. Daran sollte man sich auch halten. Ja, und man kommt immer wieder an sehr schöne Stellen am Nordufer. Eigentlich könnte man ja alle paar Meter anhalten und den Blick auf die See werfen. Ja, das ist schon, wenn auch ein raues, so doch sehr schönes Fleckchen Erde. Wir blicken einfach noch mal ein paar Augenblicke in Ruhe auf die Ostsee. Wir biegen hier einmal ab und begeben uns jetzt in das Inselinnere. Alle tollen Punkte der beiden Inseln kann man ja gar nicht vorstellen. Das würde den Rahmen dann deutlich sprengen. An Bielkes Battery biegen wir mal ab und spazieren bis Kröl. Kröl, ja, was immer das auch bedeuten mag.
Tja, und nach ein paar Schritten entdecken wir dies hier. Da hängen wirklich zwei Bierflaschen in der Landschaft. Und das ist nicht irgendein Bier, sondern es ist frisches Bier, gebraut auf Christians Ö. Und hier kann man es auch direkt an der Brauerei kaufen, bei Lars und Kirsten Buch. Kröl, ein kleines Wortspiel, was nichts anderes bedeutet als Bier von Christians Ö. Na dann sage ich mal ein kräftiges Skoll. So, wir sind nun auf dem Weg zur Schule und zum Zeltplatz. Zur Schule hätte ich gerne noch mehr gezeigt und gesagt. Leider habe ich keine Rückmeldung für die Fotofreigaben bekommen. Schade. Für die Schule tut es mir ein wenig leid, denn so wie ich es unter der Internetseite der Schule und ihrer Facebook-Seite gesehen habe, tut man dort sehr viel für die Handvoll Schülerinnen und Schüler. Drei Lehrer kümmern sich um den klassenübergreifenden Unterricht. Und bei dieser Schule handelt es sich wohl um eine der kleinsten Schulen in Dänemark. Bis zur 7. Klasse können die Kinder hier unterrichtet werden. Danach geht es dann an eine Schule auf Bornholm oder wo auch immer die Eltern die Schulzukunft ihrer Kinder sehen. Ja, und den Zeltplatz, den wollen wir nicht vergessen. Ja, tatsächlich, man kann auf Christiansö campen. Hier liegt er ganz in der Nähe der Schule. Dänemark hat ja sehr viele Campingplätze. Riesengroße mit über 1000 Stellplätzen, so zum Beispiel auf der Insel Rømø. Aber hier ist alles ein wenig anders. Nur 30 bis 48 Stellplätze gibt es hier. Zwar etwas weniger Komfort als auf den 5-Sterne-Plätzen, dafür kann man aber die Ruhe der Inseln genießen, auf einem der kleinsten Campingplätze Dänemarks. Ja, und Wohnmobile, die haben hier keine Chance. Ja, man muss wirklich in einem richtigen Zelt übernachten. Einfach toll. Ja, und eine kleine Küche steht auch zur Verfügung. Also, das wäre doch auch einmal eine tolle Idee, hier hinzureisen und einfach die Zeit stehen zu lassen. So, die Schule liegt hinter uns und wir marschieren weiter.
Hier rechts noch ein Blick auf den Fußballplatz der Schule. So, nun muss ich noch ein paar Worte über die Wasserversorgung auf den Erbseninseln verlieren. Bis in das 21. Jahrhundert musste man das Regenwasser sammeln. Dieses wurde aufbereitet und als Trinkwasser zur Verfügung gestellt. Das war auch der Grund, warum hier zur Reinhaltung des Wassers das Halten oder Mitbringen weder von Hunden noch von Katzen erlaubt ist. Außer dem Igel wird man keinerlei Säugetiere auf den Inseln finden. In solchen kleinen Zisternen wurde das Regenwasser gesammelt. Aber zu Beginn des 21. Jahrhunderts hat man über eine 50 Meter tiefe Bohrung in Gesteinskammern Grundwasser entdeckt und befördert dies an die Oberfläche. Man mischt dieses mit über einer Umkehrosmoseanlage aufbereitetes Seewasser zu trinkbarem Wasser. Und so verfügen die Wohnungen und die öffentlichen Gebäude alle über Frischwasser. Gabriel Marcher hat hierzu in seinem Clip Swapor Touristinnes Börsmol auf YouTube eindrucksvolle Antworten gegeben. Hier passieren wir eine technische Anlage. Ich vermute mal, dass es sich um die Wassertanks handelt. Aber das ist nur eine Vermutung. Ich weiß es wirklich nicht. Es würde passen, weil wir nun auf ein Gebäude zu steuern, in dem sich neben den Toiletten auch Duschen und diverse Waschmaschinen befinden. Zudem eine technische Steueranlage mit einigen Monitoren, wie ich durch einen Blick durch das Fenster erkennen konnte. Gleich um die Ecke liegt die Kirche, ehedem eine alte Waffenschmiede, die 1821 zur Kirche umgebaut wurde. Die letzte Restaurierung des Gebäudes fand 2008 statt. Zweimal im Monat kommt ein Pfarrer von Bornholm und feiert hier den Gottesdienst. Schon interessant, der Pfarrer kommt zweimal im Monat, der Zahnarzt hingegen dreimal im Jahr. 2013 konnte ich die Kirche betreten. Wir blicken nun noch einmal nach oben. Der Kronleuchter ist ein Geschenk der damaligen künftigen Königin Alexandrine aus dem Jahr 1905. Auf diesem kleinen Platz vor der Kirche raste ich für einen Augenblick unter einem schattigen Baum. Der Blick wendet sich schon gen des einzigen Hotels und Restaurants auf Christiansö. Ja, und wir marschieren wieder in Richtung Hafen, vorbei an diesem kleinen Kiosk. Hier kann man sich noch ein Eis, ein Getränk oder einen kleinen Imbiss kaufen. Und sind ganz fix schon wieder oberhalb des Hafens. Eine ganz tolle Stelle, um sich auszuruhen und den Blick über den Hafen und Frederiksö schweifen zu lassen. Mit anderen Worten, hier lässt es sich wirklich wunderbar aushalten. We'll be right back.
So, wir haben Christiansö halbwegs erkundet und befinden uns jetzt, wie gesagt, wieder am Hafen und blicken auf den Lilletorn, dem kleinen Turm auf Frederiksö. Unser Schiff liegt noch im Hafen und so haben wir noch ein wenig Zeit für einen Spaziergang über Frederiksö. Und wie kommen wir nun von Christiansö nach Frederiksö? Wie soll das Inselhopping ablaufen? Ganz einfach. Die Inseln liegen ja so nah beieinander, dass eine Brücke für das Inselhopping ausreicht. In Dänemark gibt es ja zahlreiche tolle Brücken zu bestaunen, so wie die über den Großen Belt oder über den Öresund. Aber auch diese Brücke hat ihre eigenen Reize. Ja, tatsächlich, nur maximal 10 Personen dürfen die Brücke gleichzeitig betreten. Sie ist gut 30 Meter lang und überspannt den Hafen. Ja, und so richtig viel Platz bietet sie in der Breite auch nicht. Es reicht gerade so aus, dass man mit den kleinen Handwagen hinüberkommt. Und bei Gegenverkehr, da muss man sich schon mal ein wenig schmal machen. Tja, und schaut mal hier. Entweder haben die Leute das Schild T-Personas übersehen oder, ja, bis 3 zu zählen, das ist leicht. Aber bis 10, da wird es dann doch schon deutlich schwieriger. An den Seiten kann man Seile erkennen. Im Falle einer Schiffsdurchfahrt werden die Brückenhälften einfach zur Seite gezogen. So, nun sind wir auf Frederiksö und spazieren in Richtung des Lilletorn, des kleinen Turms. Kurz noch zu Frederiksö. Diese Insel ist deutlich kleiner als ihre Schwesterinsel Christiansö. Ich schätze die Länge auf 200 Meter und die Breite auf 100, also doch recht klein. Hier gehen wir gerade noch an einigen Wohnungen der Inselbewohner vorbei. Ja, und an dieser schönen Stelle kann man sich auf der Bank einfach mal niederlassen und die super Aussicht genießen. Wir nähern uns nun dem Lilletorn, der ein Museum beherbergt. Der Eintritt ist wie beim Storetorn, dem großen Turm, kostenpflichtig. In dem Heimatmuseum findet man dieses hervorragende Modell der Seefestung um das Jahr 1850.
Ja, und vielen Dank an den Administrator der Ertholminne, Sören Team Andersen, der die Freigabe dieses schönen Fotos ermöglichte. Hier ziehen wir im Modell an den ehemaligen Soldatenwohnblocks vorbei, bis hin zur königlichen Bastion. Und wieder zurück bis zur Brücke über den Hafen. Und schwupp sind wir auf Frederiksö und der Lilletorn liegt vor uns. ...1864 wurde mit dem Bau der Festungstürme begonnen und der Lilletorn soll heute fast noch so aussehen wie zur Zeit seiner Erbauung. Wir gehen einmal um den Turm herum und blicken auf die unbewohnte Insel Gräsholm. Diese Insel ist ein Vogelreservat und darf von Privatbooten nicht angesteuert werden. Weiter geht es entlang des südlichen Ufers und wir erreichen diese interessante Stelle. Noch ein paar Schritte weiter entlang der Festungsmauer. Ja, und nun wird es deutlich. Wir blicken auf den Badesteg der Insel. Von hier aus kann man sich gefahrlos in die Ostsee stürzen. Im Hintergrund erkennen wir nochmals Gräsholm. 10.000 Silbermöwenpaare brüten auf diesem Eiland, aber auch die Trottellummen siedeln sich hier an, wie wir sie beispielsweise auf Helgoland am Lummenfelsen finden. Und auf dem kleinen Felsen vor dem Badesteg, ja, da sollen ab und an die Profischwimmer vom Stamme der Seehunde zuschauen, wie die Menschen durch das Wasser spannen. Damit wir nicht den Überblick verlieren, hier noch ein Blick auf die Karte. Von der Brücke auf Frederiksö sind wir dann bis zum Lilletorn gelaufen. Und von dort bis zum Badesteg. Jetzt geht es weiter, vorbei an dem alten Cholera-Friedhof bis hin zum Staatsgefängnis. Dort wollen wir dann noch einmal einhalten. Es sind nur wenige Schritte bis zum Gefängnis. Wir laufen an der Festungsmauer vorbei und hier kann man sehr schön erkennen, wie massiv diese Mauer gebaut worden ist. Ja, und hier sind wir nun schon am Gefängnis. Und vorweg, hier kann man sich auch ein wenig ausruhen. Bänke und Tische findet man in der Sonne und im Schatten. Und während wir hier auf der Bank vor dem Gefängnis sitzen, kann man ja mal über die Frage sinnieren, wozu benötigt man auf diesen kleinen Inseln eigentlich ein derartig doch relativ großes Gefängnis.
So, und nun gehen wir einfach mal rein. Das Gefängnis diente nicht dem Zweck, einheimische Bewohner zu inhaftieren, sondern in erster Linie politische Gefangene, die man zur Sicherheit neben der Inhaftierung auch noch ganz in den Osten Dänemarks verbrachte. Bekanntester Häftling war der Theologe und Philosoph Jakob Dampe, der von 1820 bis 1826 die Haft auf Christiansö verbüßte und dann noch einmal 15 Jahre hier in diesem Gefängnis auf Frederiksö seine Strafe verbüßen musste. Was war sein Vergehen? Welche Untat hatte er begangen? Sein Verbrechen, in Anführungsstrichen, bestand darin, sich gegen die absolutistische Verfassung, also direkt gegen die Monarchie, gewandt zu haben. Heute würde man es so formulieren, dass er eine bürgerliche und demokratische Staatsform forderte. Das war sein Verbrechen und Frederik VI. Ließ ihn zum Tode verurteilen, wandelte seine Strafe dann jedoch in Haft um. Aber erst nach 21 Jahren erhielt er seine Freiheit wieder. Und das ist seine Zelle. Sie ist heute noch zu besichtigen. 21 Jahre Gefängnis. Als Strafe für den Einsatz von Dingen, die für uns heute selbstverständlich sind, hat er und andere hart kämpfen müssen. Auch daran soll uns das Schicksal Jakob Dampes ermahnen. Und uns ein wenig zum Nachdenken anregen. Ja, und nun der Hammerkontrast. Ihr werdet es nicht glauben. Hier die offizielle Seite der Erbseninseln mit dem Slogan: Schlafen Sie doch mal eine Nacht im Knast. Das authentische Gefühl stellt sich ein, wenn die schwere Tür hinter Ihnen zuschlägt. Herrlich! Aber richtig gehört, man kann dort wirklich übernachten. Infos hierzu unter der Webseite der Insel. Na, das wäre doch mal etwas, oder? Ja, so ändern sich die Zeiten. Von der Haft bis zum Tourismus. Hier die Zelle mit Ausziehbett. Und dies ist die Gemeinschaftsküche. 420 Kronen kostet die Zelle je Nacht. Also knapp 60 Euro für zwei Personen. Also, ich überlege ja wirklich, nächstes Jahr eine Zelle zu buchen und einen schönen Abend hier verbringen zu können und die Ruhe zu genießen, wenn die Tagestouristen wieder auf dem Rückweg sind. So, wir haben noch ein klein wenig Zeit, bevor unser Schiffchen wieder nach Gulljim ablegt. Musik.
Und so schlendern wir ein wenig durch das Wohngebiet Frederiksöhs, durch die Harkestrelle. Hier haben vornehmlich Fischersfamilien gelebt. Heutzutage gibt es leider kaum mehr einen Fischer auf den Inseln. Die Bewohner arbeiten zum Großteil für die Instandhaltung der beiden Inseln und des Hafens oder sie leben vom Tourismus. Hier kommen wir wieder an der kleinen Bank vorbei, auf der wir uns vorhin schon ein wenig ausgeruht haben. Die Brücke nach Christiansö ist nicht mehr weit und die müssen wir noch einmal queren. Unser Blick fällt direkt auf das weiße Kommandantenhaus. Das ist der Sitz des Inselverwalters. Und direkt unterhalb des Kommandantenhauses blicken wir auf das Büro der Hafenmeisterei. Nun sind wir wieder auf Christiansö und stehen vor dem kleinen Köpmannshandel, also dem einzigen, ich sage mal, Supermarkt auf der Insel. Alles Lebensnotwendige kann man hier erstehen. Und hinter dem Lebensmittelmarkt ragt das Store Torn in den blauen Himmel. Und bei einer Drehung um 180 Grad mit Blick über die Festungsmauer sehen wir nun schon unser Schiff, die Erdholm, die in den kleinen Hafen einläuft. Die ersten Passagiere schlangen sich schon ein. Sie wollen ja alle einen guten Sitzplatz haben. Ja, und für uns heißt das nun, wir müssen leider Abschied nehmen von den kleinen Erbseninseln. Hier ziehen wir nochmals an Frederiksö und dem Lille Thorn vorbei. Und mit einem letzten Blick zurück auf den Store Torn auf Christiansö. Tschüss Erbseninseln, tschüss Erdholmene. Thank you.
Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.